Hervorragend. Moment. Willkommen vor den Empfangsgeräten. Schön. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin in Alien Carnage bzw. in Halloween Harry. Als Halloween Harry wurde das 1900. Also ich weiß, dass das ursprünglich mal in den 80ern, 85 für das alte System Microbee-System da gemacht wurde. Aber dann als, also oder zumindest geschrieben, die Story, und dann eben von 3D Realms 93, 94 mit Rerum. Ich schreibe es ja eh nochmal dazu, mir fragt der Games Archiv. Veröffentlicht wurde und haben dann aber irgendwann den Namen geändert bei irgendeinem Update, eben in Alien Carnage, weil sich das halt einfach besser dann vermarktet hat. Weil Halloween Harry, das hört sich irgendwie an nach irgendwas mit Kürbissen. Ja, kann man soweit ja dann nachvollziehen, dass sie das ändern. Das ist auf jeden Fall ein Oldschool-Plattform-Shooter der frühen 90er. Exit to DOS, aber wenn ich das lese, werde ich direkt hier und das zeige ich. Data. So, Play Game. Jetzt muss ich mal erstmal wieder da in so ein Spiel reinkommen. Alter, meine Augen. Ah, Schmerzen, jetzt Haut. Ja, ein bisschen. Eins, ja, ist ja in Ordnung. Aua. Jetzt habe ich die tolle Musik ausgeschaltet. Egal. So, okay, Pfeiltasten. Ach, guck mal. Leertaste wechsle ich die Waffe. Und was schieße ich? Ah, mit Alt. Ah ja, das passt. Gott, Gott. Schieß mir das Gesicht, das macht. Weißt du, hat die sich jetzt wirklich gefreut, dass ich mit dem Flammenwerfer behackt habe? Ich muss einfach nur gegen die Geisel laufen, dann. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Ist mir wurscht.
Ja, Baby. Aber auf jeden Fall finde ich die Idee großartig. Jetpacks und Flammenwerfer. Ausgeräuchert. Das ist ja nicht mal ein Stealth-Spiel. Ich amüsiere das gerade. So. Nur wenn jetzt ein Gegner in so einem Loch entgegenkommt. Auf jeden Fall habe ich da unten ja einen laufen gesehen. Was ist das jetzt? Geht nicht kaputt. Ja, vielleicht mit einer Rakete. Nö, Rakete verschwendet für nichts und wieder nichts. Eieiei! Sackgasse auf jeden Fall. Sehr ärgerlich. Wart nur ab, Zombie. Vampir, Alien, was auch immer. Ich komm und hol dich. Da geht's saus. So ein Mini-Rätsel, hä? Wie bediene ich den blöden Hebel? Was habe ich jetzt gedrückt? Irgendwas habe ich gedrückt? Keine Ahnung. Nee, das ist ja auch nur eine Waffe. Mysteriös. X-Akte. Ich hätte schwören können, dass man bei dem Ding hier irgendwie Munition oder so bekommt. Sieht zumindest so aus, gell? Was haben wir jetzt gemacht? Ich habe R gedrückt. Was ist denn R? Ach so, ein A-Radar. Ja, macht Sinn, gell? Tja, voll in der Nacht. Keine Ahnung. Wurscht. Zumindest wäre der Chatpack nicht leer, da bin ich schon sehr dankbar. Ich soll ja für die kleinen Dinge dankbar sein. Jetzt aber jetzt mal ernsthaft, wie soll ich denn jetzt da runterkommen? Your fuel is running out. Ah, scheiß Chatpack wird da. Ja. Was soll ich dann machen, Schnicksche? Blödes Power-Up-Dispenser. Ja, wahrscheinlich war das so ein Ding da ohne. Auf, komm rein. Zack, Sicht. Ja, komm ich raus. Sehr verwirrend alles. Das war das. Da haben wir das Mädel befreit. Das mit dem, dass das Dings leer wird, das kriege ich aber irgendwie nirgendwo angezeigt. Der Jetpack. Mensch, jetzt komme ich immer da hoch. Blöder Scheiß. Haben wir mal einen Restart. Toll. Gehen wir direkt zur Mission 2. Das macht keinen Spaß mit den Kanalgedöns.
furchtbar, diese Aliens. Zombies und Aliens. Space-Zombies. Eieiei, jetzt fehlen nur noch Space-Nazis. Ja, natürlich. Was, die Zombies soll ich retten? Ihr Tops, die Zombies. Oh, ho, ho, ho. Ja, der könnte gefährlich sein, das alle von Danger hervorragend. Spray, den Spruch muss ich nächstes Mal aufbringen. Es könnte gefährlich werden. Ich lebe für die Gefahr. Harry, beware of the Robo-Ops. Was? Erstmal was zu checken. Flammewerfer, sonst nichts. Scheiß Zombies. Bestimmt irgendwas mit denen. Das macht doch keinen Sinn, dass sie da sonst irgendwie nur so rumstehen. Für nichts, wenigstens. Ich kann nicht mehr fliegen. Mein Jetpack ist ausgeschaltet. Nein! Ist ja schon jetzt ohne Jetpack. Ah doch, da geht's wieder. Ups. Ah, die sind da eingesperrt durch dieses Beton links. Hm. Das ist eine dämonische Falle. Diese brennendes. Wow! Fliegende Zombies! Haben. Ups. Die tauchen ja wieder auf. Man kriegt immer nur einmal Münzen. Das ist das kapitalistische Amerika. Sogar die Typen, die die Welt rette, müsse für ihre Munition und für den Krempel selber bezahlen. Ja. Von nichts kommt nichts. Das sind jetzt wieder diese Robodrohne. Die sind ziemlich knackig. Ich habe aber keine Rakete, ich habe nur die Flammenwerfer. Hm. Schon wieder so ein Scheißding. Die machen mich einfach platt. Der interessiert sich überhaupt nicht für meine blöde Flammenwerfer. Ich nehme an, von dem Ding muss ich wegrennen. Mit dem soll ich nicht kämpfen. Gehe ich mal stark von aus. Oh, ja. Wir gehen jetzt mal links rum. Ui. Du bist ein Dicker. Wieder irgend sowas. Das meine ich doch. Das muss doch irgendwas. Exakte. Ach, das war dieser Schleim, vor dem ich gewarnt wurde. Ja, das sieht aber nicht gut aus, mein Lebensbalken. Watch out, das could be dangerous. Echt, ohne Scheiß jetzt. Unfassbar. Keine Ahnung, wie ich an die da dran kommen soll. We need to find the hidden irgendwas. It's way outside my scanner range. Dort ist schon wieder was. Das meine ich. Ah, cool, ich habe eine Photonenkanone. Wo habe ich die denn hier? Ach, ich muss mich nur zu dem Automat hinwenden.
Die Photonenkanone kann nur das schießen. Warte, wir gucken mir nochmal was. Jo, bei der Automate kann man sich Krempel kaufen. Ich hab doch gewusst, die müsse für irgendwas gut sein. Das gibt's nicht, dass das einfach bloß Deko ist. Wir reden hier vom Spiel von Anfang der 90er. Dekorationen total überbewertet. Was ist denn jetzt schon wieder los? Warum kann ich denn hier jetzt nicht weiterfliegen? Ach, kann ich. Saufi. Oh, oh. Ich habe eine Bombe abgeworfen. Die war offensichtlich auch nicht schlecht. Von dem Lichtblitz. So, jetzt bin ich, glaube ich, gleich wieder ganz ohne. Ja, super. Also, die Viecher sind echt knüppelhart. Wo ist das jetzt? Ich habe schon gedacht, wie sieht denn das aus? Schon von den Zombies platt gemacht. Von Alien-Zombies. Wurde schon runtergezählt, hä? Wie beim Catcher oder beim Boxer. Game over! So, Freunde der Nacht. Welcome to the ist super. Ach, guck mal an. Ich habe Y gedrückt und es wurde Y angezeigt und kein Z. Ist sehr interessant. Guck mal, ich bin übrigens schon mal besser als Robert, Steven, Tony und John. Also schon mal was. Also dann, ich würde sagen, die mich so großartig hier gepowerplayed habe, ja, performt habe, würde ich sagen, ich setze einen Cut. Fürs Infarkt der Games Archiv, finde ich, haben wir genug gesehen. Weil jetzt, ah guck, 1994, genau, da müsste sogar wirklich das als Halloween Harry rauskommen sein und als Alien Carnage neu gedönst. Ein bisschen später. Ist ja wurscht, schreibe ich alles ins entsprechende Thema bei von zum Spiel im Infarkt der Games Archiv. Ja, unsere wunderbare, wunderschöne Infarkt der Games Archiv. Und ich denke, für den Faktor Games Archiv langt das auch, was wir gesehen haben. Wir wissen jetzt, wie es aussieht. A, ihr wisst, dass es Spiel gibt. B, ihr wisst, wie es VGA, wie es aussieht, ja, und wie man das spielt. Naja, okay, wie man spielt, gebe ich ehrlich zu, mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Nicht wirklich, aber rudimentär. Ja, ihr wisst zumindest jetzt, es ist so ein Plattform-Shooter, oldschool. Und das ist jetzt auch der Grund, warum das und weil mir die Netzhäute anfangen zu brennen, gebe ich zu, ist es nicht ganz das, was ich jetzt weiterspiele würde. Aber für Fans und Nostalgiker von solchen Spielen und gerade so Oldschool-Titeln ist ziemlich günstig bei Steam zu haben. Ach, guck an, der hat da eh was geholt. Also das Dingsbums da, ach, der hat den Hebel umgelegt. Das da oben war auch ein Hebel. Ja, egal jetzt. Ich mach das jetzt nicht nochmal, den Kanal. Das fand ich seltsam. Gut, also dann. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder im nächsten Video zum nächsten Spiel. Bin mal gespannt, was es sein wird. Es ist ja echt eine Wundertüte hier, was da kommt. Also dann bis gleich. Tschüss.